Ja, schönen guten Tag im Namen von Svenja Schulze und mir als Außenministerin und als Entwicklungsministerin. Ach, so spricht man das aus. Wir freuen uns sehr über das große Interesse, aber vielleicht muss ich einige enttäuschen, wir rufen hier heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Wollen wir dafür kämpfen, Schwestern? Ja! Ja! Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen. Los, beeilt euch! Damit setzen wir mit unseren Leitlinien zur feministischen Außenpolitik und feministischen Entwicklungspolitik das um, was in unserem Grundgesetz in Artikel 3 steht und was in der Erklärung der Menschenrechte steht. Dass alle Menschen gleich sind, die gleichen Rechte haben und deswegen auch das gleiche Recht auf Repräsentanz und Zugang zu Ressourcen haben. Aber erotisch. Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich noch nicht überall auf der Welt, auch nicht bei uns, Realität. Was heißt das? Willst du jetzt ficken oder nicht? Und daher leiten uns unsere Leitlinien in drei Bereiche. Drei. Dabei sind mir folgende Punkte wichtig. Erstens ist feministische Außenpolitik kein nice to have, ein kleines Blümchen, eine Schleife noch obendrauf, sondern feministische Außenpolitik zieht sich durch alle Bereiche unseres außenpolitischen Handelns. Natürlich, küsst die Hand. Von der humanitären Hilfe über Stabilisierungsmaßnahmen, Friedensmissionen und auch um der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit meinem Latein langsam am Ende. Zweitens, feministische Außenpolitik ist ein pragmatischer Ansatz. Es geht um ganz normale Probleme von ganz normalen Menschen. Deshalb möchte ich Sie für die Zukunft bitten, dass Sie kein Papier mit runterspülen, weil ich musste vorhin alles mit den Pfoten wieder ausbaggern. So, und genau das Malheur will der Chef Ihnen ersparen, daher die kleine Durchsage war. Und da auf der Welt die Hälfte einer Gesellschaft aus Frauen besteht, müssen auch ihre ganz normalen Probleme und Herausforderungen berücksichtigt werden. Wir fordern das Recht, dieselben Jobs wie Männer machen zu dürfen, es sei denn, sie sind zu gefährlich, zu anstrengend oder haben was mit Waffen zu tun. Oder sie sind zu schlecht bezahlt. Oder sie sind zu schlecht bezahlt, richtig. Es geht um echte Menschen, es geht um echte Probleme und deswegen ist unsere feministische Außenpolitik ein Realfeminismus, der deutlich macht, dass man sich mit den realen Herausforderungen vor Ort auseinandersetzen muss. Willst du jetzt noch meinen Posten übernehmen, Brutus? Nein, mein Cäsar, natürlich nicht. Ja, also dann nerv doch nicht mit eurem Scheiß! Das heißt zum Beispiel, wenn wir ein Dorf unterstützen, was wieder aufgebaut wird, in Nigeria. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Sitz den ganzen Tag auf deinem Scheißkamel und hast eine große Schnauze. Dass es einen Unterschied macht, ob man sich vorher fragt, wer wohnt eigentlich in diesem Dorf, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant. Jetzt können wir auf der ganzen Welt die bekackten Aquädukte bauen. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein 10-jähriges Kind? Hallo, kleiner Mann. Darfst du denn schon ganz alleine auf die Straße? Fass mich nicht an, du blöde Ziege. Kümmere dich um deine eigenen Sachen, du störst mich. Nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau, dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes.